Also Weidling, also ich hoffe, dass ich jetzt einigermaßen richtig erzähle, ich war nicht dabei. Aber der Friedrichstadtpalast wurde eingeweiht und alle, die von der Staatsführung dort waren, an diesem Abend waren natürlich stolz, dass sie sich aus ihrem Bauprogramm so ein Ding da geleistet haben. Weil da konnte ja niemand drin wohnen, sondern es war ja für kulturelle Zwecke und wirklich ja sehr üppig, wie man heute noch sieht, und so ein erfolgreiches Theater ja, heute noch. Und dieser Bau wurde nun endlich fertig und in der ersten Reihe saß also das komplette Politbüro. Und ich denke, dass man an so einem Abend feiern möchte. Und man möchte an diesem Abend nicht Witze über Engpässe und Versorgungslücken und ich weiß nicht was hören, weil das möchte man da eigentlich weglassen. Und Weidling hat sich da wohl im Ton auch vergriffen. Also sicher war er wie gewohnt witzig, aber vielleicht irgendwann dann auch uncharmant, weil es gibt ja so Momente, da sagt man gewisse Sachen einfach nicht, obwohl man in der Lage dazu wäre. Ja, sondern man macht es eben nicht. Aber er hat dann, weil da war irgendwie eine Robbennummer, und da hat er gesagt, ja, also die Fische, die gibt es ja eben leider hier nicht, aber wie es eben eine Sache auch hier nicht gibt, und die mussten wir hier aus Westberlin einfliegen und so weiter. Jedenfalls wurden diese Chefetage irgendwie immer saurer, weil die waren also nicht auf Witzchen eingestellt, sondern auf, hallo, wir haben hier einen tollen Palast und jetzt feiern wir uns mal alle schick. Und da gab es wohl richtig Dresche. Er ist wohl seine Berufserlaubnis losgeworden, ist daraufhin krank geworden, was sicherlich für ihn auch unendlich wichtig war, dieser Beruf. Und es wird kolportiert, dass wohl Honegger ihm sogar mal einen Brief geschrieben haben soll, um irgendwelche Dinge gerade zu rücken. Aber das ist alles jetzt Legende, was ich jetzt hier so verbreite. Und der ist dann auch gestorben, relativ kurz danach eigentlich. Also, ja, es war. Eigentlich, das war eigentlich so dieser Stein des Anstoßes da, dieser Abend.